So, okay, dann nochmal herzlich willkommen zu Let's Play Slender The Arrival. Schön, dass du mit dabei bist und dich ein bisschen heute Abend gruseln möchtest. Dann gehe ich jetzt mal auf Stage Selection und jetzt sind wir bei Into the Abyss, denn beim letzten Mal haben wir alle 8 Seiten eingesammelt und konnten den Slenderman entkommen, aber wer weiß, wie lange noch. So, da sind wir wieder. Die Nacht haben wir überstanden. Gerade so. Der Slenderman, der war uns immer direkt im Nacken. Aber wir konnten noch 8 Seiten finden beim, glaube ich, 3. Versuch war das, glaube ich. Okay. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir diesmal machen müssen. Ich glaube nicht, dass der Slenderman jetzt uns in Ruhe lässt. Aber vielleicht ja erst einmal eine Weile. Vielleicht ist er ja auch echt nur nachts aktiv und der Tag ist unser Freund. Da haben wir eine Hütte. Ich schätze mal, da gehen wir einfach mal hin. Da jemand noch lebt, wohnt. Oder wird das so sein wie bei dem Haus am Anfang? Wo keiner drin mehr war, sondern nur Kritzeleien von dem Slenderman an den Wänden. Sieht schon recht heruntergekommen aus, diese Hütte hier. Oh, die Tür ist vernagelt. Da möchte niemand mehr, dass da jemand reingeht. Wahrscheinlich. Vielleicht ist das Holz auch morsch. Das aus Sicherheitsgründen es vielleicht nicht mehr zumutbar ist, in diese Hütte zu gehen. Ah, was haben wir denn hier? Eine Nummer 5. Ups, was habe ich? Entschuldigung. Habe ich mich verklickt. Da. Weiß gar nicht, warum jetzt der Monitor auf der Desktop aufgegangen ist. Was haben wir denn hier? I mentioned it to my doctor again when I saw him today. He really wants you to come in sometime just to talk with him. I think it's a good idea. He also said that confronting this traumatic event in some way could be very beneficial. Two, don't worry, I didn't tell him any specifics about what happened. I do think we should go back out to the park behind your mom's house sometime soon. I think being out there is seeing nothing will help get rid of these stupid problems we have both been having. Okay, ja, wie gesagt, also mein Englisch ist nicht so gut. Irgendwie soll er eine nicht sauer sein, weil er hat keine ja, Details genannt, was passiert ist wohl oder irgendwie so. Und irgendwie sollen die da hinter Moms Haus dann bald da in den Park von in den Park von Moms Haus irgendwie, keine Ahnung. So. Item added to your scrapbook. Okay, gut. So. Ich will nur mal gucken, ob das so läuft hier. Ah, okay, alles gut. Manchmal hat es ja in der Vergangenheit immer gehakt, wenn ich hier einen Stream gemacht habe. Deswegen habe ich jetzt gerade noch mal geguckt. Entschuldigung, wie gesagt, mein Englisch ist nicht so gut, ist eingerostet und ja. Aber ich finde die schöne Atmosphäre hier. So ein richtig schönes Herbstgefühl. Okay, irgendwie ist da wohl irgendwas passiert. Irgendwie sind das wohl Kinder oder ist das... Wie gesagt, es könnte noch aus seiner Kindheit sein, von dem Charakter, den wir spielen. Ich
Wir müssen, glaube ich, herausfinden, einfach was passiert ist damals. Und irgendwas ist vielleicht in dem Park, was hinter dem Haus von der Mutter ist. Aber ist alles hier verbarrikadiert. Jeder Eingang bisher. Warum auch immer. Vielleicht finden wir ja noch mehr Hinweise. Überall sind so Container. Das war ja am Anfang auch schon, also zumindest bei dem letzten Kapitel. Was haben wir hier? Missing. Dieser Junge wird vermisst. Charlie Mason Jr. If you have seen the child, please contact. Okay. Ja, das werden wir auf alle Fälle. Wir haben aber leider kein Telefon. Da müssen wir nur noch ein Telefon finden. Konnte man da rein? Ich hab die Tasche. Ach so, hier ist ein Tunnel. Okay, wir können hier rein. Aber wollen wir hier wirklich schon rein? Ich würde gerne noch hier die Gegend erforschen. Einen Moment. Ich muss immer noch mal was trinken, weil, wie sagt man, Hals, ne? Deswegen stammel ich vielleicht auch mal ein bisschen rum. Ich hoffe, das stört nicht weiter. Aber schön, wie das Licht so durch die Bäume fällt, ne? Es war immer natürlich noch nicht Slender, es ist natürlich schon ein bisschen älter und ist jetzt auch kein High-Quality-Game, aber dafür. Auch noch eine Hütte. Stand da irgendwas? Nee. Ich glaube, die Sonne geht echt schon wieder unter. Okay, hier in dieser Ecke ist anscheinend nichts weiter. Dann, ja, ich denke schon, das wird darauf hinauslaufen, dass wir durch diesen Tunnel müssen oder in diesen Tunnel rein. Ich weiß nicht, wie weit der da reinführt in den Berg. Aber ich möchte auch nicht einfach hier alles so ignorieren, was hier draußen ist. Dafür bin ich doch ein bisschen recht neugierig. Und es kann ja wirklich sein, dass da hier nur irgendwo was Wichtiges ist. Keine Ahnung. Ja, also die Aufnahme wird jetzt nicht so lange dauern. Ich habe das jetzt so auf 40 Minuten. Hab nämlich nicht so viel Zeit heute. Mehr. Will nur was gucken. Und hab auch morgen wieder früh. Muss wieder früh raus. Aber egal. Wir versuchen das Kind jetzt zu finden. Aber ich glaube, das ist. Man weiß ja nicht, wie lange das jetzt her ist. Also ich vielleicht. Stand das ja irgendwann irgendwo. Ach, ich weiß es jedenfalls jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Wie lange das jetzt her ist, seitdem das Kind vermisst wird. Also ich glaube irgendwie, das ist aus seiner Vergangenheit irgendwie. Okay, da kommen wir wahrscheinlich wohl nicht durch da hinten. Sollen wir wahrscheinlich auch noch nicht durch. Wie gesagt, es läuft hier rauf hinaus. Wir müssen hier rein. Dann gehen wir jetzt mal hier rein, wo ich nicht möchte. Ich glaube, das ist nicht so eine schöne Idee, oder nicht? Was? Warum war das jetzt schwarz? Okay. Ich höre Stimmen. Ich hoffe, ihr hört die Stimmen auch.
Ah, hier ist eine Tür rechts. So, okay, ich gucke mal in den Chat rein. Okay, es hakt nicht. Das ist gut. Ah ja, Audioaufnahme läuft auch, hoffe ich, ne? Ja, alles läuft. Sehr schön. Warning. Coleman Mining. In the event of sudden power loss. Okay. Könnt ihr ja sehen, lesen, ne? Okay. Ist der Junge vielleicht in den Minen verloren gegangen? Dass die da gespielt haben? Da sind Pfeile. Ich weiß, ich gehe da gleich mal gucken. Local Park Salesland to Coleman Mining. Ah, okay. Das wurde also verkauft, der Park. Okay. An die Coleman Mining Co. Firma. Mhm. Oh Mann, hier sind Oha. Überall Pfeile. Da hinten steht noch was. Get to the tower. Das sind eindeutige Hinweise, oder? Ich glaube, eindeutiger geht's nicht. Ah, okay, hier ist so ein Lift. Mit dem können wir dann nach oben. Need to get. Was steht da noch? Out. Neat. Okay. No, no, no. Ist das jetzt doch eine Warnung eher, oder? Aber ich gehe jetzt... Na gut. Ich glaube, wir sollen offensichtlich doch das hier benutzen. The elevator is unpowered. Das ist ja nicht gut, dann kann ich den ja nicht benutzen. Okay, we need more power. Das sieht aus wie ein Generator. So, okay. Reicht das? Ja, ne? Was? Noch mehr Power? Oder muss das jetzt erstmal laden, oder wie? Oder was? Was ist denn los hier? Ah, hier ist noch einer. Das ist natürlich sehr gut, dass hier noch so ein Generator ist. Reicht bestimmt immer noch nicht, oder? Und ich schätze mal, der Slenderman, der wird bestimmt auch noch mal vorbeischauen. Der lässt mich doch nicht hier das alles machen, oder? Was? Ich hör was. Was ist denn das? Nein! Wer bist du? Der kommt auf mich zugerannt. Ich glaube, ich renne mal weg. Hm? Was? Ah, der kommt immer noch hinter mir her. Nein, hau ab! Ah, ey! Lass mich los! Was soll das? Igittigit. Ich wusste, da kommt noch was. Da möchte jemand nicht, dass der Elevator angemacht wird.
Und der Slenderman ist da. Ah, sein Slendermans. Die Verstärkung vom Slenderman ist es also. No, no, no.